IP-Adresse in ihren Browser ein. Das ist auch im Software Lab als Link, richtig? Bitte? Im Software Lab ist die auch als Link, richtig? Kann sein, dass der Link fehlerhaft ist, dass das ein HTTPS-Link ist. 58208. Also, das steht schon mal irgendwo, ja? Falls es nicht funktioniert wegen irgendeiner Zertifikatsgeschichte, geben Sie das mal bitte ein in die Adresszeile. Und dann müssten Sie auf dieser Seite landen. Falls nicht, wäre es jetzt an der Zeit, Bescheid zu sagen. Gut, sind alle. Dann machen wir weiter. Okay, das System Jack ist so ein automatisiertes Lösungsbewertungswerkzeug. Technisch steckt dahinter JUnit und noch ein bisschen XML-basierte statische Tests. Wer sich damit vielleicht schon auskennt. Entwickelt hat das die Universität Duisburg-Essen, namentlich der Lehrstuhl von Professor Gödecke. Und das System hat einen ganz seltsamen Modus, wie man sich da anmelden kann. Üblicherweise kennen Sie das ja so, dass man sich entweder einloggt oder neu registriert. Hier ist das so, dass in dem Moment, wo man einen Benutzernamen eingibt, den das System noch nicht kennt, es automatisch einen neuen Account anlegt. Das ist total schräg. Sie sollen jetzt nichts eingeben. Ah, okay. So, und Ihr Accountname ist Ihre Matrikelnummer. Das muss zwingend Ihre Matrikelnummer sein. Also, was machen Sie jetzt? Sie geben jetzt Ihre Matrikelnummer bei Accountname ein und nehmen irgendein Passwort, was ganz leicht zu merken ist, weil es auch keine Passwort-Doppelabfrage gibt. Also, wenn Sie jetzt irgendwelchen total kryptischen Quatsch da eingeben und den vergessen, ist der Account im Eimer. Und deswegen nehmen Sie irgendein albernes Passwort. Das ist sowieso nicht wichtig. Wenn Sie über diesen Account eine Lösung einreichen und jemand anderes Ihnen was Böses will und eine falsche Lösung einreicht, werten wir sowieso die beste Lösung. Also es kann überhaupt gar nichts Schlimmes passieren, wenn jemand Ihren Account missbraucht. Ja? Also geben Sie da jetzt mal bitte Ihre Matrikelnummer oben ein. Und wählen Sie sich ein Passwort, was Sie sich bitte sofort aufschreiben und merken können. Und dann kommen Sie auf eine Seite, die sieht so aus. Warum brauchen wir die Matrikelnummern? Wir brauchen die Matrikelnummern, damit wir am Ende die Prüfungsleistung aus dem Testat zuordnen können. Ja, wir können über das Moodle keine Matrikelnummer zuordnen zu den Namen, sondern wir können das jetzt tatsächlich nur hier, und deswegen muss Ihr Accountname die Matrikelnummer sein. So. Über diese Oberfläche stellen wir also die Mini-Projekte bereit und außerdem die Möglichkeit, die Übungsaufgaben zu überprüfen. Aber die Übungsaufgaben sollten Sie eben tatsächlich nur dann überprüfen, wenn Sie überhaupt gar nicht weiterkommen. Also wenn Sie irgendeine Lösung haben, die zwar kompiliert und läuft, aber Quatsch produziert. Dann wäre Jack nochmal so ein System, wo man nochmal schauen kann, woran es denn jetzt liegen könnte. Ja, aber das ist nicht das originäre Tool, mit dem Sie überprüfen, ob Ihre Software das Richtige tut. Wie man das macht, zeige ich Ihnen gleich. Gut. Wenn man hier auf das Plus klickt, sieht man, da ist das erste Mini-Projekt schon drin. Da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Das laden Sie sich dann einfach runter jetzt dieser Tage. Der Termin zur Abgabe steht im Moodle drin. Und dann laden Sie das hoch. Was wir jetzt machen, ist die Übung 0, Hello World. Da klicken Sie mal bitte drauf. Die Benutzeroberfläche ist so, wie sie ist. Wir müssen sie hinnehmen, wie sie uns vom Lieferanten gegeben wurde. Ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich denke, Sie werden das hinkriegen.
So, das heißt, wir haben jetzt die Aufgabenbeschreibung. Dann steht da, wählen Sie im Menü die Option Neue Lösung einreichen, um Ihre Lösung einzureichen. Also wenn Sie dann fertig sind mit Bearbeiten der Lösung oder der Aufgabe, laden Sie die Datei, die hier genannt ist, wieder hoch. Das kann auch sein, dass dort mehrere Dateien stehen, insbesondere bei den späteren Mini-Projekten, wenn wir mit mehreren Klassen dann zu tun haben, kann es durchaus sein, dass dort mal 3, 4, 5 Java-Dateien hochzuladen sind, die Sie dann eben alle auswählen und hochladen. Das System ordnet die auf der Basis des Namens dann zu. Die müssen also denselben Namen tragen. Was bedeutet das im Klartext? Sie laden sich die Dateien runter und ändern den Namen nicht. Und dann kann da gar nichts passieren. Gut. Manchmal gibt es da auch noch ein PDF, wo die Aufgabenbeschreibung drin ist. Bei den Mini-Projekten ist das zum Beispiel so. Aber im Großen und Ganzen ist das alles. So, und dann klicken Sie mal bitte auf Aufgabe.java und laden sich das runter. So, das landet jetzt in Ihrem Downloads-Verzeichnis. Genau, bei mir ist das hier. Ist die Aufgabe jetzt runtergeladen? Ist jemand anwesend ohne installiertes Eclipse? Nicht, sehr gut. Also entweder sind Sie jetzt an dem Pool-Rechner, dann gibt es auf dem Desktop einen Link zu Eclipse. Oder Sie haben auf Ihrem eigenen Rechner Eclipse schon installiert. Dann starten Sie jetzt mal bitte Eclipse. Bei mir sieht das ein bisschen anders aus als bei Ihnen, weil das ein speziell auf meine Vorlesungsbedürfnisse angepasstes Layout ist. Weil ich da die Bug-Ansicht und die Entwicklungsansicht in einer habe. Das ist jetzt aber nicht so von Bedeutung. Gut, hier haben wir alle Eclipse gestartet. Sie sehen alle sowas ähnliches wie ich jetzt. Okay. Falls Sie gefragt worden sind nach einem Workspace, nehmen Sie am besten den Standard, der vorgeschlagen wird. Was ist ein Workspace? Im Workspace organisiert Eclipse die Metadaten des Projekts. Alles, was wir in Eclipse machen, ist immer in einem Projekt organisiert. Also Sie können nicht einfach eine Java-Datei in Eclipse reinladen, die bearbeiten, ausführen und haben ein lauffähiges Programm, sondern Sie brauchen immer ein Projekt. Man muss ein Java-Projekt haben. Wie das geht, zeige ich Ihnen gleich. Und die Metadaten dieser Projekte sind im Workspace abgespeichert. Standardmäßig schlägt Eclipse auch vor, die Projektdaten in diesem Workspace abzulegen. Für Ihren Anwendungsfall jetzt hier in der Vorlesung ist es total sinnvoll, die Default-Einstellung zu verwenden, weil der Workspace dann nämlich in Ihrem User-Verzeichnis liegt und wir den bei Problemen sofort finden. Also es empfiehlt sich jetzt nicht unbedingt, den Workspace in irgendeine esoterische Position im Filesystem zu legen, sondern lassen Sie den im User-Verzeichnis liegen und legen Sie auch Ihre Projekte im Workspace-Verzeichnis ab. Da müssen wir einfach nie danach suchen, wenn es mal Probleme gibt. So viele Projekte werden Sie jetzt in diesem ersten Semester nicht bearbeiten, dass es da zu einem großen Durcheinander kommt. So, also, Workspace-Verzeichnis, wenn Sie danach gefragt worden sind, nehmen Sie den Standard. Und das Erste, was Sie tun sollten, ist Ihr Eclipse umstellen auf UTF-8. Das geht unter Window Preferences, General, Workspace. Und dann sehen die Mac-User hier unten, dass bei denen der Default, die Default-Codierung für die Textdateien schon auf UTF-8 eingestellt ist. Bei uns im Windows ist es so, dass hier eine Codepage, die mit der DE-DE-Codierung zusammenhängt, eingestellt ist. Das heißt, Sie wählen hier Other und dann wählen Sie UTF-8 und sagen OK. Damit ist das auf UTF-8 eingestellt. Das ist ganz wichtig, wir werden nachher gleich einen Effekt sehen, was passiert, wenn man das Eclipse nicht auf UTF-8 einstellt. Gut,
Jetzt sind wir soweit vorbereitet. Wir haben die Datei aus dem Jack runtergeladen. Was wir noch nicht haben, ist ein Projekt. Ein Projekt legt man an mit New, File New. Und dann wählen Sie, das müsste eigentlich der erste Eintrag sein, aus Java Project. Die Dialoge in Eclipse haben so das Potenzial, so ein bisschen Angst zu verbreiten. Die sind sehr voll mit vielen Features, die man am Anfang nicht unbedingt versteht, auch nicht unbedingt immer verstehen muss. Lassen Sie einfach immer die Default-Einstellungen. Ja, die Standardeinstellungen sind in der Regel genau richtig. Und wenn sie nicht richtig sind, dann wissen Sie das. Entweder von uns oder Sie haben das dann gelernt in den verschiedenen Lehrveranstaltungen. So, Projektname, nehmen wir mal Praktikum. Praktikum 1 nehme ich jetzt mal. Und ansonsten lassen wir das einfach so, wie es ist. Bei Next können wir mal noch reinschauen, da sehen wir dann, taucht hier plötzlich so ein Unterverzeichnis Source auf. Das ist völlig okay, das erkläre ich Ihnen jetzt gleich. Finish. Wenn Sie einmal auf dieses Dreieck hier links klicken, dann sehen Sie, dass da zwei Unterordner angelegt wurden. Der eine heißt Source. Dort drin liegen die Java-Dateien. Ich hatte ja in der ersten Vorlesung gesagt, dass es in Java so einen Compiler gibt, der aus den Quelltextdateien, die wir schreiben, was Übersetztes macht, was dann die Laufzeitumgebung ausführen kann. Das nennt man Bytecode. Das ist ein Maschinencode, aber für eine virtuelle Maschine. Ja, die Java-Laufzeitumgebung ist ja eine virtuelle Maschine und es ist kein nativer Maschinencode für den Prozessor. Das macht dann die VM, die macht dann nochmal eine Umsetzung vom Bytecode in den Maschinencode. So, also da drin liegen die Java-Dateien. Dazu gibt es ein Verzeichnis, das heißt bin. Dort drin liegen die Bytecode-Dateien. Das muss uns gar nicht interessieren. Dieses bin-Verzeichnis sehen wir hier auch gar nicht unbedingt. Ja, darin legt Eclipse die sogenannten .class-Dateien ab. So, und dann gibt es etwas drunter, das heißt JRE System Library. Ich hatte ja mal schon gesagt, und Sie hatten das auch schon gesehen, dass es eine Java-Programmier-Schnittstelle gibt. Also zum Beispiel hatten wir den Scanner uns aus einem Paket geholt, was java.util heißt. Und diese ganzen Pakete, die gehören zum Standard Java dazu. Und damit die Laufzeitumgebung diese Pakete auch nutzen kann, benötigt sie eine übersetzte Version von diesen ganzen Dingen. Ja, also auch diese Scanner-Klasse zum Beispiel, die ist selber auch in Java entwickelt. Und die muss irgendwie bereitgestellt werden. Und das steckt in dieser System Library drin. Das sind sogenannte JAR-Files. Das sind im Prinzip ZIP-Dateien, in denen die eigentlichen Klassen drin liegen. Und dort ist alles, was an ausführbarem Code drin ist, was zum Standard Java dazugehört. Brauchen Sie sich nie drum zu kümmern. Interessiert uns einfach gar nicht. Alles, was uns interessiert, ist dieses Source-Verzeichnis. Das ist jetzt leer, da liegt nichts drin. So, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Ich hatte ja gesagt, Sie können nicht einfach eine Datei öffnen und die bearbeiten, sondern die Datei muss im Projekt drin sein. Das geht jetzt am einfachsten hier per Drag and Drop. Ich ziehe mir die aus dem Download-Ordner in den Source-Folder rein, in das Projekt. Und dann wird nachgefragt, ob ich die Datei kopieren oder verlinken will. Wir wollen immer kopieren. Sie wollen immer, dass die Daten in Ihrem Workspace liegen, die Dateien. Und nicht, dass da mal durch Zufall, keine Ahnung, der Download-Ordner aufgeräumt wird und dann sind Ihre ganzen Projektdaten weg. Ja, Sie wollen immer kopieren. Okay. So, und jetzt sehen Sie, dass man hier dieses Source-Verzeichnis aufmachen kann. Und dass darin jetzt was liegt, in Klammern, Default Package. Üblicherweise werden die Pakete in Java als Unterverzeichnisse organisiert, die dann tatsächlich unterhalb des Source Folders auftauchen. Also irgendwo in dieser Java Programmierschnittstelle gibt es tatsächlich einen Unterordner, der Java heißt, und darunter gibt es einen Unterordner, der util heißt. Und da drin liegt dann eine Datei, die heißt scanner.java. Ja? So was Ähnliches werden wir später auch machen, das werden Sie auch sehen.
wenn wir zu den objektorientierten Themen kommen, so ab der 10. Vorlesung etwa. Das einzige Paket, was nicht als Verzeichnis angelegt wird, ist das sogenannte Default Package. Das ist einfach, wenn man gar keinen Paketnamen angibt. Das ist das, was wir jetzt in den nächsten Wochen immer tun werden. Wir geben keinen Paketnamen an und dann sorgt Eclipse dafür, dass es so ein Default Package gibt. Das sieht man aber im Filesystem nicht. Also diesen Ordner gibt es einfach nicht, sondern das ist nur so ein logischer Ordner, damit Eclipse die Dateien organisieren kann. So, jetzt sehen Sie hier vorne dieses Symbol. Dieses Dokumentensymbol weiß mit einem blauen J. Ich ziehe jetzt mal, Sie machen das mal bitte nicht mit, diese Datei mal aus dem Source-Folder raus in das Projekt rein und dann sehen Sie, jetzt ist das J nicht mehr blau, sondern blau umrandet weiß. Wenn Sie eine Datei sehen, die ein weißes J hat, was blau umrandet ist, können Sie diese Datei in Eclipse nicht ausführen. Dann liegt sie nicht an der korrekten Stelle im Projekt. Und das ist leider auch das einzige Zeichen, was Eclipse uns dafür gibt. Ich ziehe die jetzt einfach wieder zurück, dass sie dann wieder richtig liegt. Ja, also es muss so ein kleines blaues J sein. So, und dann können wir das jetzt mal öffnen mit einem Doppelklick. Und so in etwa werden immer die Aufgaben sein, die Dateien sein, die Sie sich runterladen können. Da wird in den späteren Projekten dann mal mehr drin sein, wo schon ein bestimmter Boilerplate-Code drin enthalten ist. Aber jetzt so im Prinzip ist das erstmal das, was wir so prinzipiell haben. So. Die Aufgabe ist, ich weiß gar nicht, ob Sie es gelesen haben, wir schauen nochmal bei Jack. Aufgabenbeschreibung, schreiben Sie ein Programm, das Hello World auf der Konsole ausgibt. Das müssten Sie jetzt eigentlich schon können. Wir schreiben einmal system.out.println. Hello World. So, das wäre jetzt die Lösung. Das speichern wir einmal ab. Sie haben jetzt gesehen, dass das bei mir alles so rot geworden ist. Bei Ihnen, ich habe das ein bisschen anders eingestellt, bei Ihnen ist das so, dass es so eine rote Linie dann unter dem Wort gibt. Während Sie schreiben, übersetzt der Compiler schon. Das kann man ausschalten, das geht hier oben unter Project Build Automatically, kann man ausschalten, wenn das stört. Ansonsten sich nicht davon nervös machen lassen. Ja, solange Sie was schreiben und wissen, was Sie da schreiben, soll der Compiler doch vor sich hin kompilieren und Ihnen irgendwelche Fehler melden. Das stört nicht weiter. Erst wenn Sie fertig sind mit dem, was Sie schreiben wollten und dann immer noch so rote Fehler drin sind, dann müssen Sie drauf gucken und sagen, was ist jetzt hier falsch? Ganz oft sind das so Sachen wie, da fehlt ein Semikolon, da fehlt ein Anführungszeichen, da ist eine Klammer zu viel. Solche Späße sind das ganz oft. Ja, also Klammern zählen ist sowas, was man so am Anfang ab und zu mal tun sollte. Gut, jetzt habe ich das gespeichert. Sie können das Eclipse auch so einstellen, dass wenn Sie das Programm starten, es immer automatisch speichert. Ist auch okay. Gestartet wird ein Programm hier oben mit diesem grünen Kreis mit dem weißen Dreieck drin. Da steht auch Run Aufgabe. Aufgabe ist der Name der Klasse. Ich mache das jetzt mal. Und dann öffnet sich hier unten die Konsole. Und dort drin werden alle Ausgaben des Programms angezeigt. Denn die einzige Ausgabe ist jetzt halt Hello World. So, und das ist die Stelle, wo Sie überprüfen, ob Ihr Programm das tut, was Sie erwarten. Wie funktioniert Softwareentwicklung? Das funktioniert so, dass Sie sich zuerst überlegen, wie ist der Schlachtplan, um das Problem zu lösen. Also gar nicht in Java erstmal denken, sondern einfach darüber nachdenken, wie löst man das Problem? Wie berechne ich die Fläche eines Rechtecks? Länge mal Breite mal so was, ja? Oder irgend sowas, das überlegt man sich als erstes. Als nächstes überlegt man sich, welche Eingaben man machen könnte in das Programm und welche Ergebnisse dabei rauskommen sollten. Ja, also wenn ich zum Beispiel bei der Fläche eines Rechtecks eingebe 2 und 3, müsste als Ergebnis 6 rauskommen. Das überlegt man sich mal vorher, das ist wichtig. Schreibt man sich auf ein Blatt Papier und überlegt sich das. Sie sollten also immer auch ein Blatt Papier neben Ihrem Rechner haben. Das klingt jetzt zwar ein bisschen anachronistisch und oldschool, ist aber total sinnvoll, um sich mal so ein paar Notizen zu machen, so mal rumzuprobieren, wie müsste das jetzt aussehen. Das ist also wirklich wichtig. Zuerst denken und danach programmieren.
Andersrum geht es meistens schief. So, jetzt sehen wir, Hello World wird ausgegeben. Ich baue jetzt mal einen Fehler ein. Und führe das mal aus. Jetzt wird hier nachgefragt, Save and Launch, ob beim Speichern immer, beim Starten immer gespeichert werden soll. Ich aktiviere das jetzt mal. Es bleibt dann aktiviert. So, und jetzt wird hier eine falsche Ausgabe. Jetzt passiert hier eine falsche Ausgabe. Dieses Beispiel ist natürlich jetzt so einfach, dass wir hier nicht wirklich was falsch machen können. Ja, also hier werden keine Eingaben verarbeitet oder irgendwelche Berechnungen angestellt oder sowas. Das heißt, ich muss jetzt so falsche Beispiele so ein bisschen herbeikonstruieren, aber es geht ja auch nicht darum, sondern sie sollen jetzt einfach mal sehen, wie sie mit dem Jack-System umgehen sollen. Gut, nachdem wir jetzt also eine funktionierende Lösung haben, wollen wir die jetzt bei Jack hochladen. Wichtig ist jetzt eine Sache. Wir haben uns die Java-Datei ja aus dem Downloads-Folder per Drag-and-Drop ins Eclipse reingezogen. Das heißt, wir laden jetzt natürlich auch nicht die Datei hoch, die im Downloads-Ordner liegt. Das ist ja die alte, das ist ja die Originaldatei. Wir müssen uns jetzt aus dem Workspace die Datei rauspopeln, die wir gerade erstellt haben. Und deswegen ist es total wichtig, dass Sie wissen, wo Ihr Workspace liegt. Ja? Meiner liegt an einer ziemlich abgefahrenen Position. Ihre müsste im Users-Verzeichnis liegen. Das hängt jetzt damit zusammen, dass ich hier ganz viele Eclipse-Instanzen drauf habe auf dem Rechner. So, also wir gehen jetzt mal zurück nach Jack. Und jetzt gibt es hier oben rechts neue Lösung einreichen. Das machen wir jetzt mal. Einmal draufklicken. Und dann sehen Sie schon, dass der Dateiname schon voreingestellt ist. Das wird auch so sein, wenn es mehrere Dateien gibt. Ja, und beim Mini-Projekt müssen Sie, glaube ich, 4 Dateien hochladen. Da stehen die 4 Namen schon da. Und dann klicken wir jetzt mal auf Datei auswählen. Und dann ist es jetzt eben wichtig, dass Sie wissen, wo der Workspace ist. Da ich das letztens schon mal gemacht habe, ist der jetzt bei mir schon richtig eingestellt. Aber üblicherweise ist ja hier sowas, dass es im Dokumentenordner beginnt. Und dann muss ich jetzt mal auf meinen Workspace wechseln. Der liegt bei mir hier. So, jetzt bin ich im Workspace. Und jetzt sehen Sie schon, hier gibt es solche Punktdateien, zumindest wenn Sie das Anzeigen versteckter Dateien in Windows aktiviert haben, was ich im Übrigen extrem empfehle, dass Sie immer alle Dateien sehen, die es gibt. Und dann liegt jetzt für jedes Projekt hier so ein Ordner drin. Also immer wenn Sie ein neues Projekt machen, taucht im Workspace so ein Ordner auf. Und dort drin liegt jetzt auch die Java-Datei. Da gucken wir mal rein und dann sehen Sie, was ich vorhin gesagt hatte. Hier ist ein Bin-Verzeichnis, da müssen wir nie reingucken, das zeigt Eclipse uns auch gar nicht an. Da liegen die Class-Dateien drin, so sieht das aus. Und dann gibt es den Source-Folder, das ist genau der, den wir in Eclipse sehen. Und dann gibt es jetzt hier noch so ein paar Sachen, Projekteinstellung, Class-Path, Project. Das sind also die Verwaltungsdaten, die Eclipse für das Projekt jetzt vorhält. So, und im Source-Folder liegt jetzt unsere Java-Datei. Und Sie sehen auch, dass die größer geworden ist, wenn man die Größe anzeigen kann. Ah, 1 Kilobyte, gut, das ist jetzt die Seitengröße. Aber tatsächlich sind das jetzt 110 Byte und am Anfang beim Herunterladen waren es, ich meine, 106 oder sowas in der Größenordnung. Aber genau weiß ich jetzt auch nicht. So, und die wählen wir jetzt aus. Und laden die hoch. Über den Button einreichen. Okay, jetzt haben wir eine neue Lösung eingereicht. Da steht jetzt, Ihre Lösung wurde erfolgreich registriert. Registrierungszeitstempel ist der und der. Und darunter gibt es einen Link zum Lösungsüberblick. Alle Ihre Lösungen, die Sie in diesem Semester einreichen, werden Sie immer in diesem Lösungsüberblick sehen. Die sind so ein bisschen nach Zeit geordnet. Letzte Woche, diese Woche, heute und ältere. Und dort können Sie also alle Sachen, die Sie mit Ihrer Matrikelnummer bearbeiten, wieder sehen. Und jetzt sehen wir hier einen Status, so ein gelbes Fragezeichen. Dort könnte außerdem noch ein grüner Haken stehen oder ein rotes Kreuz. Grüner Haken bedeutet, wurde übersetzt und funktioniert so, wie es soll. Rotes Kreuz bedeutet, wurde übersetzt und es ist irgendein Fehler in Ihrem Programm. Gelbes Fragezeichen bedeutet, oh, ich bin noch nicht dazu gekommen.
was passiert hier jetzt? Dieses Jack-System ist ein Server, der in Essen, an der Uni Duisburg-Essen steht. Und wenn wir jetzt hier 40 Personen gleichzeitig so eine Lösung einreichen, dann reiht er diese 40 Lösungen in eine Warteschlange ein und arbeitet die der Reihe nach ab. Was passiert da? Es wird das Programm übersetzt, was sie geschrieben haben. Übersetzen ist eine ziemlich teure Operation. Also übersetzen, vielleicht hat jemand von Ihnen schon mal einen Linux-Kernel übersetzt und mitgekriegt, dass das lange dauern kann, wirklich lange, also halbe Stunde oder sowas. Ja. Also übersetzen ist eine teure Operation und der Server, der kommt jetzt gerade richtig ins Schwitzen. Ja, also in Essen geht jetzt gerade im Stadtwerk die Energieverbrauchskurve, macht jetzt gerade so einen Zack nach oben. Das heißt, man muss gegebenenfalls mal warten. Sie können aber auch hier auf diese Lösung draufklicken und dann sehen Sie hier Ergebnisübersicht. Bei mir steht da jetzt dynamisches Resultat und statisches Resultat jeweils 100 Punkte. Da könnte jetzt auch stehen, noch nicht vollständig bearbeitet. Und dann können Sie hier einfach so oft auf Seite aktualisieren klicken, bis dann Ihre Punktzahl berechnet wurde. Ja, das System hat jetzt verschiedene Tests ausgeführt, also hat dieses Programm laufen lassen, hat geguckt, ob das ausgegeben wurde, was wir erwartet haben, also ob Hello World ausgegeben wird, und hat dann daraufhin eine Punktzahl berechnet. Dynamischer Test bedeutet, Jack überprüft, ob Ihr Programm das ausgibt, was wir erwarten. Statischer Test bedeutet, Jack überprüft, ob Sie sauber programmiert haben, ob Ihr Klassenname mit einem Großbuchstaben anfängt, ob die Variablennamen mit Kleinbuchstaben anfangen oder mit einem Unterstrich anfangen, ob Sie Umlaute drin haben oder besser gesagt, ob Sie keine Umlaute drin haben. Für Umlaute gibt es nämlich Punktabzug. Solche Dinge werden da überprüft. Der statische Test geht zu 25% ins Ergebnis ein, der dynamische Test zu 75%. Was bedeutet das? Wenn Sie ein kompilierendes Programm hochladen im Testat, egal ob das tut, was es tun soll, haben Sie schon mal 25%. Das ist jetzt mein Rat an Sie, zum Beginn des Testats schon mal dafür zu sorgen, dass das Programm kompiliert. Das kann ja ein leeres Programm sein, das schon mal hochladen. Ja, das sind schon mal 25 Punkte. Selbst wenn Sie es danach wieder kaputt machen und irgendwas hochladen, was nur noch 0 Punkte bringt, wir werden ja immer die beste Lösung. So. Ich werde jetzt einmal nochmal als Demonstration, um Ihnen zu zeigen, was da passiert, hier einen Fehler einbauen und das mit dem Fehler hochladen. Das müssen Sie jetzt nicht tun. So, ich wähle jetzt wieder dieselbe Datei aus, reiche die ein. Und jetzt gucken wir mal hier drauf und jetzt sehen Sie, noch nicht komplett bearbeitet. Ja, und jetzt kann ich mit dem nervösen Zeigefinger hier so lange drauf drücken, bis ich dort eine Punktzahl sehe. So, und jetzt sehen wir, dynamisches Resultat 0 Punkte, statisches Resultat 100 Punkte, Gesamtergebnis 25. Und dann wird hier nochmal so ein Fehler beschrieben. Das Programm soll Hello World ausgeben, Ihr Programm gibt allerdings was anderes aus. Ja. Und daran würden Sie jetzt zum Beispiel sehen, wenn Sie was berechnen sollen, mit der Eingabe 42 soll Ihr Programm den Wert 4 ausgeben. Sowas würde dann dastehen, Ihr Programm gibt aber den Wert 1799 aus. Ja, und dann könnten Sie sehen, okay, ich muss auch mal mit 42 testen, mal schauen, was da passiert. Und dann ist eben der Debugger immer Ihr Freund, also im Debugger das Programm durchzugehen. Wo liegt denn jetzt eigentlich der Fehler? Eine wichtige Sache noch zum Debugger. Sie können den Debugger nur starten, wenn Sie einen Breakpoint setzen. Das hatte ich in der Vorlesung schon gesagt und in der Übung, aber man vergisst es leicht. Also hier vorne einen Doppelklick machen, dann sehen Sie so einen kleinen blauen Punkt. Und erst dann hält das Programm, wenn man auf das kleine Käferchen klickt, auch wirklich an der Stelle an. Ja? In Ihrem Eclipse sieht die Debug-Ansicht ein bisschen anders aus. Ich habe das jetzt hier so angepasst, damit ich das in der Vorlesung gut benutzen kann. Und grün unterlegt ist dann immer die Zeile, die jetzt als nächstes ausgeführt wird.
Und dann kann man hier mit diesem Pfeil über die Zeile drüber springen und sieht dann das, was da gerade passiert ist. Ja? Wenn Sie komplexere, größere Programme haben, bauen Sie Ihr Programm in Eclipse, führen Sie es aus, schauen Sie, ob das rauskommt, was rauskommen soll. Wenn es nicht rauskommt, Programm scharf angucken. Wenn Sie dann die Lösung immer noch nicht finden, also immer noch nicht den Fehler finden, im Debugger mal durchgehen. Wichtig beim Debuggen ist, dass man sich immer, bevor man eine Zeile ausführt, überlegt, was muss jetzt eigentlich passieren. Wir sehen ja hier oben rechts im Variablenfeld die Werte der einzelnen Variablen. Hier drin gibt es jetzt keine Variablen in dem Programm, deswegen sehen wir da nichts. Aber wenn da jetzt zum Beispiel ein x steht und da haben Sie eine Zeile x ist gleich x plus 25, dann kann man sich überlegen, okay, jetzt müsste x den Wert 67 annehmen, wenn er vorher 42 war. Ja, also beim Debuggen überlegt man sich vorher, was muss jetzt passieren, wie müssen sich meine Werte ändern und dann führt man die Zeile aus und dann überprüft man, ob tatsächlich das passiert ist, was man erwartet hat.